Ja, so, jetzt bin meine Speicherkarte war schon wieder voll. Ja, häufig habe ich Telefonate mit Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, die zwar vielleicht ein CRM bereits im Einsatz haben, das heißt ein Customer Relationship Management Tool, wo sie ihre Kundendaten verwalten, von wo aus sie zentral ihre Kampagnen steuern und leiten können, Marketingkampagnen verknüpfen können mit diversen Marketing-Tools, zum Beispiel Salesforce mit HubSpot oder mit, mir fallen jetzt gerade die anderen zwei nicht ein, Close und egal, auf jeden Fall die günstigeren halt sozusagen im Retail-Bereich. Es ist völlig egal und es ist eben sehr häufig so, dass Unternehmen auch mit mehreren hundert Mitarbeitern hier Schwierigkeiten haben. Und hier mal ein paar Tipps aus meiner, aus der Praxis und aus wirklich langjähriger auch Selbsterfahrung mit CRM-Tools, aus der Erfahrung basierend, dass ich für viele, viele Agenturen gearbeitet habe in meinem Leben, also Dutzende Agenturen, teilweise nur kurz, damals als Freelancer immer wieder mal für die in die andere Agentur in London, in verschiedenen Ländern und so weiter. Folgendes, also wichtig, das Allerwichtigste ist bei dem ganzen Thema Customer Relationship Management Tool, also CRM, ja, ist, dass du natürlich zuerst mal eine Strategie hast. Ne? Du musst erst mal wissen, okay, brauche ich ein CRM? In der Regel ja, und für was und was will ich damit genau machen? Das heißt, mein Status quo und wo will ich hin, das Ziel. Ne? Aber diese Strategie oder diese Ideen, die reichen halt häufig nicht, die reichen halt nicht aus, sind halt häufig sozusagen, weiter ist es nie gegangen. Bei vielen Unternehmen hatte man irgendwann mal eine Strategie, man hat halt entsprechend ein Tool eingeführt und das war's dann. Und das reicht halt nicht. Das heißt, man muss nach der Strategie braucht man ein Konzept. Man muss ein Konzept erstellen und innerhalb dieses Konzeptes muss man gewisse Regelwerke erstellen. Ein Regelwerk ist zum Beispiel, ne, also jedes Mal, wenn ein Vertriebler mit einem Prospekt, also einem potenziellen Neukunden telefoniert hat, wird eine Follow-up-E-Mail per individualisiert, aber eine ganz bestimmte Follow-up-E-Mail verschickt. Und das kannst du heute sehr, sehr einfach über einen ganz kurzen Workflow abbilden. Das heißt, das ist eine vordefinierte ein Workflow ist ein vordefinierter Arbeitsschritt innerhalb des CRMs, den du sozusagen vorprogrammierst, in Anführungsstriche. Du musst heutzutage nichts mehr programmieren fast, ja, aber mit per Mausklick das letztendlich initiieren kannst. Das heißt, mit nur einem Klick kann jeder Vertriebler eine Follow-up-E-Mail erstellen und versenden. Und viele machen das heute zum Beispiel noch immer noch händisch. Ja? Viele haben dieses Regelwerk gar nicht platziert in ihrem Unternehmen. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Vertriebler und jeder macht irgendwas anderes. In vielen Unternehmen ist es so, dass bei Vertriebler teilweise gar nicht mal mit dem CRM arbeiten, obwohl sie es könnten, aber einfach entschieden haben, dass sie es nicht tun, ja, weil sie einfach eigen sind, weil sie sich für sehr wichtig halten, weil sie zum Beispiel einfach lieber mit CRM mit einem Excel schreiben oder irgendwie auf Blatt Papier oder sonst irgendwas. Und wenn dieser Vertriebler dann mal nach 2-3 Jahren weggeht, dann ist halt rückwirkend für das Unternehmen, sind da halt vielleicht viele Vorgänge nicht so klassisch, nicht so detailliert dokumentiert, wie es eigentlich sein sollte. Und das sind halt letztendlich Baustellen, die ganz, ganz viele Unternehmen haben, insbesondere auch im Mittelstand in Deutschland, weil ich eben immer wieder viel mit den Leuten eben telefoniere und immer wieder die gleichen Baustellen eben mitbekomme. Teilweise verzweifelte Vertriebsleiter oder Vertriebsdirektoren oder Geschäftsführer, die halt letztendlich sagen, wir bezahlen hier so und so viel 1.000 Euro jeden Monat für diese Salesforce oder HubSpot oder mir fallen jetzt die ganzen Namen leider nicht ein, aber diese CRM-Lizenz zahlen es uns zu viel und nur die Hälfte unserer Vertriebler nutzen die Lizenzen überhaupt. Das heißt, das sind tote Lizenzen, ja, müssen wir eine Lizenzoptimierung machen. Und die Vertriebler, die dann das Tool nutzen, die nutzen es dann jeweils wieder gerade so, wie es ihnen halt passt und nicht nach einem bestimmten Regelwerk, ja, mit vordefinierten Workflows und so weiter. Du kannst heute
beliebig viele Workflows in ein CRM mit einbauen für den Vertrieb. Also das ist fast nur noch letztendlich nur noch ein paar Mausklicks machen muss und im Hintergrund laufen 27 verschiedene Arbeitsschritte vollautomatisch. Ja? Das ist heutzutage alles überhaupt kein Zauberstück mehr. Ja? Und man muss es einfach nur von Top-Down, Strategie, Konzept, Regelwerk eben definieren, umsetzen, einführen und für alle gültig machen. Das ist genauso, wie wenn du sagst, wir haben für jeden unserer Mitarbeiter einen eigenen Laptop. Ja? Und dann gibt es eben drei Mitarbeiter, die sagen, nee, ich bringe meinen eigenen Laptop. Und dann entsteht hier, und selbst wenn nur ein Mitarbeiter oder ein Vertriebler sagt, ich bringe meinen eigenen Laptop, kann das eben eine Security-Lücke bilden. Ja? Security ist immer so stark wie das schwächste Glied. Also, das war jetzt nochmal ein Beispiel aus der IT-Security. Auch da gelten Regeln, und die sind nur immer so viel gut wert, solange sie wirklich von allen eingehalten werden. Und genauso das Gleiche gilt es eben auch bei der Einführung und Nutzung eines CRMs, also eines Customer Relationship Management Tools, um letztendlich das Leben leichter zu machen, mehr Kunden glücklich zu machen letztendlich und ja, Kunden auch nicht ständig auf den Keks, auf die Nerven gehen zu müssen, weil halt einfach die ganzen Workflows eben genau zum richtigen Zeitpunkt das Richtige an den Vertriebler weiter prompten, ja, oder an den Account Manager oder und so weiter. Ja, und dann ist es eben so, dass sich die Kosten für so die Lizenzkosten für so ein CRM dann auch ganz schnell rentieren und der Return on Invest phänomenal sein kann. Ja. Das gilt für CRMs ganz besonders, aber auch für andere Tools, und das wollte ich einfach hier nochmal gesagt haben, vielleicht für den einen oder anderen einen Gedankenanstoß, wenn er mit dem Gedanken spielt, sich so ein CRM zuzulegen, dass man sich lieber vorher noch ein paar mehr Gedanken macht, ja, in dem Sinne planen, Strategie, Konzept, Regelwerk, umsetzen, einführen, allgemeine Gültigkeit, ja, und dann wuppt das Ganze auch. Und mit jemandem sprechen, der es vielleicht schon ein paar Mal gemacht hat und Erfahrungen entsprechend hat. Also bis dahin, dein Thomas Klein. Ich freue mich aufs nächste Video mit dir. Und schau mal hier unten bei den Links vorbei. Akademie, ja, wenn du dich weiterbilden willst. Und ansonsten, wenn du eine Zusammenarbeit mit mir anstrebst, dann einfach auch einfach eine Strategie-Session versuchen zu buchen. Ich habe nicht sehr viel Zeit aktuell. Also 3-4 Strategie-Sessions mit einer halben Stunde pro Woche, die kriege ich schon irgendwie unter. Also bis dahin. Dein Thomas Klein und Happy Hunting. Ich freue mich auf dich auf der anderen Seite. Wir sehen uns. Und wenn nicht, dann weiterhin viel Glück. Good luck. Bye bye.